Ja, ja. Standortvermarktung ist schon eine schwere Angelegenheit. Aber was macht man nicht alles für Pfaffenhofen? Das ist also der gute Boden der Metropolregion München. Und das ist unser guter Pfaffenhofener Boden. Und alles, was wir wollen, ist, dass der eine oder andere vielleicht von hier direkt da reinhüpft und hier irgendwann einmal seine Zelte aufschlägt. Ja, legen wir los. Nochmal herzlich willkommen zusammen. Oberflächlich heute die Standeröffnung hier auf dem Gemeinschaftsstand der EMM mit unserem Auftritt, aber in Wirklichkeit eigentlich drei Punkte, die wir heute hier nach außen tragen wollen. Der erste Punkt ist, die Wirtschaftsservicegesellschaft für Pfaffenhofen hat ihre Arbeit aufgenommen. Der Herr Scholz, der Herr Späth, unterstützt von unseren beiden Damen, ist heute erstmalig groß in der Öffentlichkeit zu sehen. Die Gesellschaft soll sich um die Vermarktung des Standortes kümmern, um Ansiedlung und Bestandspflege. Das sind die großen Aufgaben, die haben wir die letzten Jahre vernachlässigt. Da haben wir Werbeschilder aufgehängt und gehofft, dass zufällig einer vorbeifährt. Im Jahr 2010 muss man sich von der Vorstellung verabschieden, dass irgendwelche Unternehmen kommen und dann einfach sich hier niederlassen wollen. Die Zeiten haben sich geändert. Mittlerweile muss man um seinen Standort werben, muss bekannt machen. Denn die günstigen Bodenpreise oder die ideale Verkehrsanbindung hat ziemlich jeder Standort. Also gilt es, die Qualitäten noch viel offensiver zu bewerben. Wir freuen uns, am Stand der Europäischen Metropolregion München erstmals auf der Expo Real 2010 teilnehmen zu dürfen und unser erstes großes Projekt einer breiten Öffentlichkeit vorstellen zu können, das da lautet, guter Boden für große Vorhaben und Pfaffenhofen mit uns starten, mit uns wachsen. Sinn und Zweck dieser ganzen Kampagne und des ganzen Messeauftritts ist einfach, den Standort Pfaffenhofen mit seinen Qualitäten in den Vordergrund und in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir haben ein intaktes Mittelzentrum, wir haben eine ansprechende Wohnwelt, wir sind laufend in der Entwicklung und das hin zum Positiven und wir haben auf der anderen Seite die besten Voraussetzungen für Neugründungen, für Expansionen. Wir haben zum einen die Flächen, wir haben aber auch das attraktive Konzept, wie künftig Arbeiten und Wohnen vernetzt werden kann. Wir liegen nicht zuletzt auch geostrategisch hervorragend im Ballungsraum zwischen Nürnberg, Augsburg, München, Nürnberg. Ich glaube, wir sind wahrhaft guter Boden für große Vorhaben und darum ist jeder selber schuld, der diesen Boden nicht selber genau in Augenschein nimmt. Wir haben 2005 begonnen, die Ideen des ökologischen Zentrums Pfaffenhofen umzusetzen. Inzwischen habe ich erfahren, dass sich die Stadt Pfaffenhofen, allen voran der Wirtschaftsreferent Käser, massiv für die Nachhaltigkeit einsetzt und das zu einem großen Thema Pfaffenhofens machen will. Und insofern lag es nahe, dass so ein Projekt, wie wir das in Pfaffenhofen vorhaben, des Öko-Quartiers, dass es ein Projekt sein kann des gesamten Projektes Nachhaltigkeit in Pfaffenhofen. Ja, wir sind in Pfaffenhofen ansässiges Immobilienunternehmen, das sich auch der Nachhaltigkeit verschrieben hat, dass in Pfaffenhofen sicherlich das Alleinstellungsmerkmal hat, dass wir in sehr enger Zusammenarbeit mit der Stadt und den Kommunen seit vielen Jahren tätig sind und uns hier auch Kompetenz erarbeitet haben. Und das natürlich eine Plattform ist, um die Zusammenarbeit enger zusammenzuschmieden und gemeinsam erfolgreich am Markt aktiv zu sein. Es geht nicht alleine und die Stadt alleine ist relativ machtlos, sondern man braucht die privaten Akteure, man braucht die Grundstückseigentümer, man braucht die Projektentwickler. Und das haben wir eben hier beispielhaft an unserem Stand verwirklicht. Es ist hier die Wirtschafts- und Servicegesellschaft, es sind aber auch zwei örtliche Unternehmen vertreten. Trend Immobilien als einer der großen Projektentwickler in der Stadt und zum anderen das Eco-Quartier Fuchsberg als ein großes Quartier, das jetzt aktuell entwickelt wird. Wir haben das gemeinsam geschultert, wir haben das gemeinsam konzipiert und so ist, glaube ich, auch der Weg für die Zukunft. Die Stadt gemeinsam mit dem Privaten, das muss der Weg der Zukunft sein und das ist auch die Botschaft. Nicht wir kämpfen alleine, sondern gemeinsam kämpfen für den Standort, für die Entwicklung und das ist der richtige Weg. Ja, das war's jetzt von der Expo Real 2010. Wer noch Fragen hat, darf gern bei unserer Servicegesellschaft anrufen oder unter www.beiunsstarten.de reinschauen.